Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein auf meinem Kanal. Es ist eine extrem lange Zeit vergangen, 5, 6 Monate seit dem letzten Video. Und wenn ihr gespannt seid, was jetzt kommt, bleibt dran. Erstes Mal möchte ich mich bedanken, weil in den 5, 6 Monaten sind doch auch 20 oder 22 Abonnenten jetzt mittlerweile auf meinem Kanal. Das heißt, eine gewisse Anzahl an Personen schaut meinen Kanal regelmäßig und wartet vielleicht auch jetzt auf ein neues Video. Die Frage, die demnächst gestellt worden ist, wann kommt das nächste Video, ist hiermit beantwortet. Und zwar genau heute. Gestern habe ich noch was fertig gemacht. Deswegen habe ich auch gesagt gehabt, Anfang März wird erst wieder das neueste Video von mir kommen. Und ich möchte mit euch kurz durchgehen, was ich in der Zeit gemacht habe und warum es so lange gedauert hat, bis das neue Video gekommen ist. Die 5, 6 Monaten hatten folgende Gründe. Und zwar zum einen habe ich Ende letzter Saison, das hat dann so angefangen im Oktober rum, habe ich einfach dann auch wieder aufgehört. Es wurde kälter und die Wetterlage hat es einfach auch nicht mehr ganz so zugelassen. Ich war aber trotz allem letztes Jahr 5-mal draußen beim Kartfahren gewesen, um mich wieder einzugewöhnen, um das neue Kart, das ich letztes Jahr gekauft habe, auch kennenzulernen, gewisse Einstellungen zu tätigen und die ich dieses Jahr auf jeden Fall komplett nochmal verstärkt rangehe. Letztes Jahr einfach im Herbst den Garten machen müssen. Das heißt, das hat mich auch extrem viel Zeit gekostet. Das war fast jedes Wochenende, wo ich da im Garten einfach beschäftigt war. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach das Thema YouTube ein bisschen in den Hintergrund gerückt habe und gesagt habe, ich warte jetzt erstmal, bis das alles vorbei ist und wollte mich dann auch gleich wieder dran setzen. Und dann habe ich mir im Dezember eine Mammutaufgabe gestellt und zu der möchte ich jetzt kommen, die auf jeden Fall mit dem Kart zu tun hat. Ich habe von meinem Vater im Jahre 2008 ein altes ein Kart, damals war es neu, ein Top-Kart bekommen. Und mit dem Kart bin ich 1 Jahr, 1,5 Jahre gefahren. Und dann ist mein Bruder ungefähr noch ein halbes Jahr gefahren und dann sind wir, und dann ist dieses Kart eben auf den Dachboden verschwunden. Die Gründe da dazu waren private Gründe meinerseits, die dazu geführt haben, dass ich den Kartsport an sich 13 Jahre nicht mehr tätigen konnte. Ich hätte schon mit Sicherheit vor 3, 4 Jahren wieder anfangen können mit dem Kartsport, aber ich habe eine Frau kennengelernt, ich habe geheiratet und. Also da waren noch gewisse andere Dinge dabei, wo ich es einfach noch nicht wollte und auch noch nicht konnte. Erst seit letztem Jahr habe ich mir so gesagt gehabt, irgendwas fehlt mir in meinem Leben. Und die Geschichte des Kartsports hat mich seit meinen Kindheitstagen begleitet und deswegen habe ich mir wieder ein Kart gekauft und habe gesagt gehabt, okay, ich starte nochmal durch. Im Dezember habe ich dann angefangen und habe mir die Aufgabe gestellt, dieses Kart, das auf dem Dachboden steht, neu aufzubauen. Ein normaler Mensch hätte gesagt gehabt, er macht es nicht, weil das Chassis von 2008 ist, weil der Motor ein TMK8 ist, also auch ein sehr, sehr alter Motor ist. Ja, einfach die ganze Abstimmung von dem Kart ist komplett anders wie die neuen. Mein altes oder das alte Kart hat einfach noch feste Bremsscheiben. Bei dem Kart sind es ja schon schwimmende Bremsscheiben oder schwimmend gelagerte Bremsscheiben. Von dem her gibt es ja sehr, sehr viele Unterschiede schon jetzt im Kartsport, die es früher einfach noch nicht gab. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt gehabt, nur wenn das Kart oft bei mir zu Hause steht, das reicht mir völlig aus. Einfach weil mein Vater früher sehr, sehr viel Geld für dieses Kart bezahlt hat und ich immer das schrecklich fand, dass dieses Kart oben auf dem Dachboden bei meinen Eltern verstaubt. Und deswegen habe ich Anfang Dezember, Mitte Dezember, habe ich mit meinem Vater gesprochen und habe mit meinem Bruder gesprochen und habe gesagt gehabt, ich möchte dieses Kart bei mir zu Hause haben, ich möchte dieses Kart wieder aufbauen. Und was mit diesem Kart passiert, es bleibt auf jeden Fall hier, es wird nicht verkauft, aber es bleibt in der Familie. Aber ob ich jetzt viel mit dem Kart fahren werde oder weniger stark mit dem Kart fahren werde, wird man sehen und kommt auch ganz darauf an. Vielleicht hat ja auch mein Bruder wieder ein bisschen mehr Interesse, mit mir mitzufahren
und da auch mal wieder so ein bisschen Kampfgeist zu entwickeln. Aber das werden wir, das ist alles Zukunftsmusik, das werden wir sehen. Ich habe von diesem Kart oder von diesem Aufbau von diesem Kart habe ich Bilder gemacht, keine Videos. Und das hat folgenden Grund. Ich fand es einfach, oder es hätte mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, wenn ich von jedem Teil, was ich abgebaut hätte, Videos gedreht hätte, die online gestellt hätte. Und da ich mich nicht gut mit YouTube auskenne, und mir das immer sehr, sehr viel Zeit kostet, so ein Video zu erstellen, auch jetzt wieder, das wird man mit Sicherheit auch wieder merken, also ich muss mich da auch erstmal wieder reinfinden. Habe ich einfach eine Bildercollage gemacht und habe gesagt gehabt, okay, so wie das Kart auf der Bühne stand, wie das Kart bei mir stand, wie es auseinandergebaut worden ist, habe ich von vielen, vielen Dingen Bilder gemacht. Ich glaube, roundabout 80, 90 Bilder. Und jetzt ist es fertig, seit gestern ist es fertig geworden. Ich bin unheimlich stolz, deswegen habe ich mir auch ein Bier aufgemacht, um zu sagen, okay, jetzt ist das Thema abgehakt. Ich bin startklar sowieso für die kommende Saison, die jetzt stattfinden wird. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird, noch ein bisschen wärmer wird. Aktuell ist es ja noch sehr kalt und wir schauen einfach mal, was Anfang April bzw. Mitte April sein wird. Ich denke, bis danach sollte eigentlich das meiste auch erledigt sein und bis dahin werde ich auf jeden Fall dann das erste Mal Kart fahren gehen. Ich möchte euch auch vorweg sagen, wo meine ersten Strecken sein werden. Vielleicht sieht man sich ja auch mal. Ich werde mit dem neu aufgebauten Kart und mit meinem wahrscheinlich zusammen auf jeden Fall das allererste Mal entweder in Ehingen oder in Bopfingen sein. Das wird, wie gesagt, Anfang April oder Mitte April sein. Das werden wir aber noch sehen, was die Wetterlage dazu zu sagen hat. Und vor allen Dingen, leider Gottes, zurzeit eben die Krise, die wir in Deutschland haben. Seit 2 Jahren tümpeln wir da mit diesem Corona rum. Ich möchte da auch nicht Stellung dazu nehmen und sagen, was richtig und was falsch ist, aber mittlerweile ist, glaube ich, jeder nur noch genervt von dem Ganzen. Sämtliche sportliche Bereiche wurden lange Zeit lang, waren die im Lockdown gewesen. Wir mussten lange Zeit lang schauen, wo wir überhaupt fahren können und ob wir überhaupt fahren können. Anfang letzten Jahres konnten wir noch gar nirgends fahren. Das heißt, auch ich musste extrem lange warten, bis ich mit meinem Kart, was ich letztes Jahr gekauft habe, eben fahren konnte. Und als es dann endlich soweit war und jeder Ende des Jahres gedacht hat, okay, jetzt wird es langsam auch besser und ach, nächstes Jahr, da ist das alles vorbei. Nein, jetzt kommt wieder was Neues. Jetzt haben wir Krieg in Europa. Was soll man dazu sagen? Also ich weiß auch nicht mehr weiter. Wir kommen vom Regen in die Traufe. Mein Mitgefühl gilt aktuell den lebenden Menschen in der Ukraine. Man mag für Putin sein oder gegen Putin sein. Das ist mir völlig gleich oder schnurzpiep egal. Ich finde einfach bloß die Aufmachung, die jetzt dazu geführt hat, völlig falsch. Ich finde es nicht richtig, dass wir Krieg führen müssen. Ich bin gegen Krieg. Das ist mein klares Statement da dazu. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden werden, die dazu führt, dass der Krieg recht bald beendet wird, damit nicht noch mehr Menschen leiden müssen und sterben müssen, weil das ist das Schlimmste am Krieg. Es gibt keine Gewinner, es gibt nur Verlierer. Das ist meine persönliche Meinung da dazu. Ich hoffe, ich schweife nicht zu sehr vom Thema ab. Ich möchte auch nicht das zu lange behandeln, weil einfach, ja, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Ich kann dazu auch nichts mehr sagen. Ich hoffe, wir können alle demnächst wieder in Frieden leben und können unsere, ja, sportlichen Interessen, die mich so begeistern, auch weiterhin verfolgen und die tätigen. Wir haben es nämlich alle gemerkt. Ich habe, wo ich das Kart im Dezember aufgebaut habe oder angefangen habe, frisch aufzubauen, habe ich gemerkt, was es heißt, wieder neu investieren zu müssen in viele, viele Dinge. Das Kart ist jetzt 14 Jahre auf dem Dachboden gestanden und diese 14 Jahre haben dem Kart extrem zugesetzt. Das hat angefangen von Lagern über die Bremsanlage bis auch hin zu dem Motor. Ich möchte euch aber mit dem Kart überraschen. Das folgt dann mit Sicherheit im Anschluss dieses Videos oder im nächsten Video. Ich werde mal schauen, wie ich das jetzt hinkriege und wie ich die Videos gestalten kann.
Das heißt, ich habe ein Card aufgebaut, ein Top-Card aufgebaut von 2008 mit einem TMK8-Motor. Das habe ich aufgebaut, komplett neu, mit neuem Bodywork. Zwar nicht jetzt das aktuellste Bodywork, aber 2014er Bodywork. Das heißt, der, wo schnell ist und jetzt schon wissen möchte, wie ein 2014er Bodywork ausschaut, kann ja gleich nachgucken. Da weiß er schon mal die ungefähre Vorstellung. Warum habe ich ein 2014er Bodywork genommen? Ganz einfach, ich wollte das Kart altersgemäß eigentlich in einem Ursprung lassen, wo es auch ein bisschen intaxiert. Ja, ich kann jetzt nicht auf ein 2008er Chassis, bin ich der Meinung, kein Bodywork draufbauen von 2020 oder 2022. Ja, da sind wir einfach zu weit entfernt und ich finde das einfach irgendwo nicht richtig. Ich habe leider für das alte Kart nicht mehr diese alten Seitenkästen gefunden. Ich habe auch nicht mehr die alte Beklebung gefunden. Ich habe stundenlang im Internet recherchiert, geschaut, wo kann ich was kriegen, und wieder zusammengesucht. Ich habe unter anderem mit Italien telefoniert. Ich habe sämtliche Händler in Deutschland kontaktiert, um originalgetreu oder so gut wie es geht, originalgetreu das Kart wieder in den Ursprung zurückzuversetzen. Aber es ist nicht immer möglich. Ja, die Zeiten von diesen alten Teilen sind einfach abgelaufen und da gibt es nur noch sehr, sehr wenig auf dem Markt. Also muss man versuchen, dem ein bisschen neuen Glanz zu geben, aber so detailgenau wie möglich einfach auch zu belassen. Ja, wie gesagt, mit diesem Kart werde ich versuchen, dieses Jahr öfters fahren zu gehen. Wir werden mal schauen, wie lange der Motor hebt. Ich habe die fast alle Innereien von dem K8 habe ich gemacht, und so weiter und so fort. Aber ich denke, alles Weitere besprechen wir am Kart selbst. Und auch was sich an meinem neueren Kart geändert hat, im Gegensatz zum letzten Jahr, was ich da noch gemacht habe, um einfach für diese Saison wieder fit zu sein. Das besprechen wir dann auch noch. Ich wollte ursprünglich weitermachen mit einem Video ums Kartfahren drumherum, habe aber jetzt auch gemerkt gehabt, okay, es wird auch Zeit, mal Videos von den Karts an sich zu machen, von der Technik und vor allen Dingen auch von der Strecke, weil ich glaube, immer das Interessante ist immer von der Strecke auch selbst. Leider habe ich nicht so das Kamera-Equipment, was ich mir wünschen würde. Ich filme aktuell mit meinem Handy, mit nur ein bisschen Beleuchtung und einem Mikrofon. Das ist für mich ausreichend, um Videos zu erstellen, weil mein gesamtes Einkommen und das, was ich besitze, eigentlich in das Thema Kart fließt. Und ich sehe da drin jetzt nicht so den Sinn zum sagen, ich brauche das ganz tollste Equipment. Deshalb möchte ich darum bitten, vielleicht kennt ihr jemanden aus dem süddeutschen Raum, vielleicht am bestmöglich noch in der Nähe von Ravensburg, der jung ist, der Bock drauf hat, sich auch künstlerisch irgendwie ein bisschen zu betätigen, besseres Kamera-Equipment hat wie ich selbst und Bock drauf hat mitzukommen, vielleicht mit auch einer GoPro und so weiter und so fort, dass wir die aufs Kart montieren können und dann tolle Videos machen können, die euch zugutekommen. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen und wir können mit Sicherheit eine Einigung finden, wie wir das Ganze managen können. Wenn ihr jemanden kennt oder wenn jemand darauf aufmerksam wird, aufs Video, dann werde ich jetzt unten ins Kommentar eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Da könnt ihr euch gerne mal melden und dann wird man mit Sicherheit den einen oder anderen Kontakt hoffentlich knüpfen können und wir werden mit Sicherheit was auf die Beine stellen können. Zu meiner Saison ganz kurz noch, die im Jahr 2022 jetzt laufen wird. Es ist so, dass ich dieses Jahr verstärkt auf Strecken trainieren werde, und das kann ich jetzt schon spoilern, der Wunsch ist 2023 entweder in der SHKC Liga oder beziehungsweise in der Kart Trophy Weiß-Blau als Gentleman Starter, wo ich ja jetzt mittlerweile von der Altersklasse her bin, zu starten. Das ist das Ziel. Ob das realisierbar ist, ob das umsetzbar ist, werden wir sehen. Aber verstärkt dieses Jahr wird auf den Strecken trainiert, wo dort auch die Rennen stattfinden. Und das wäre zum Beispiel Liedolzheim, Amfingen, Wackersdorf.
Aber auch Urlaufen, Bopfingen ist dabei. Und zum Trainieren, wenn ich irgendwas einstellen muss oder sowas, dann fahre ich auch mal nach Bopfingen oder Ehingen. Ja, Ehingen ist zum Beispiel bei uns hier in der Nähe und diese Strecke eignet sich für mich hervorragend. Es ist ein Verkehrsübungsplatz, ist keine sehr große Strecke und man kann da auch nicht das umsetzen, was man gerne umsetzen möchte. Aber jetzt gerade mit dem neu aufgebauten Kart kann ich sehr gute Grundeinstellungen tätigen. Und mit meinem Kart, mit dem, was ich jetzt dort erledigt habe, Kolben und so weiter und auch Endschalldämpfer und neue Abstimmungen zum Einfahren und zum Testen in Ehingen wunderbar. Und in der darauffolgenden Woche dann zum Beispiel oder in der zweiten Woche dann nach Lidolzheim oder Wackersdorf oder Amfingen zu fahren, um einfach mal das Kart schon mal vorab ein bisschen getestet zu haben. Meine Saison Anfang und Ende ist eigentlich immer im Bereich Bopfingen-Ehingen zum Anfahren und zum Testen. Und zur Saisonabschluss, nachdem ich in Wackersdorf oder Amfingen oder Lidolzheim dann nochmal war, ist dann auch wieder Ehingen oder Bopfingen, einfach um es gemütlich ausklingen zu lassen. Da wird keine schnelle Zeit mehr gefahren, da wird auch nicht mehr großartig geguckt, was Sache ist, sondern da geht es noch um ein paar Reifen zum Verheizen, was man noch hat als Restbestände, ein bisschen Öl noch zu verheizen oder Benzin oder was auch immer, ja, um dann wieder in die Winterpause zu gehen. Und so war es einfach auch dieses Jahr. Ich habe es langsam anfangen lassen oder angehen lassen. Aufgrund der Corona-Lage musste ich es auch. Habe mich dann langsam gesteigert und habe dann schon nach 5 Rennen oder ja, ich glaube, nach 5 Rennen waren es nicht, aber 5 Trainingseinheiten gesagt: Okay, jetzt war es für dieses erste Jahr wieder nach 13 Jahren okay. Also gut, das soll es jetzt mal vorab zur Information gewesen sein. Ich möchte jetzt im Anschluss möchte ich mit euch oder möchte ich euch das neu aufgebaute Kart präsentieren und möchte euch dann im Anschluss das hoffentlich für euch interessante Video zur Bildergalerie geben. Ich freue mich, ich danke euch vorab mal für dieses Video. Als kleiner Anhang noch, wahrscheinlich wird das zweite oder dritte Video sehr emotional einfach auch werden, weil mein Vater und mein Bruder werden zu Besuch kommen und zum allerersten Mal das neu aufgebaute Kart sehen. Ich hoffe, dass mein Bruder mich noch nicht gefunden hat auf meinem Kanal. Einfach aus dem Grund, weil es eine Überraschung werden soll. Danach darf er es wissen. Mittlerweile ist ja auch dezent Werbung auf dem neuen aufgebauten Kart und auf meinem Kart vorne drauf. Man sieht es ja, German Kart Owner, so dass man es nicht vergisst, was ihr gerade anschaut. Ja. Wenn es emotional werden sollte, verzeiht mir das einfach. Ich bin kein geübter Schauspieler vor der Kamera. Ich spreche mit mir selber. Es steht keiner hinter der Kamera. Ich hoffe, es stellt euch zu eurer vollsten Zufriedenheit. Und was die Zukunft noch bringt, werden wir sehen. Ich bedanke mich bei euch für die wartende Zeit, die ihr jetzt verbringen musstet. Und wir sehen uns beim nächsten Video sofort wieder. Ich bedanke mich und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, le.